Unsere Flüchtlingsreportage geht weiter. Der nächste Stopp auf unserer Saarland-Tour führt uns nach St. Ingbert. Dort hat sich im ehemaligen Kindergarten der Gemeinde St. Pirmin die Flüchtlingshilfe St. Ingbert einquartiert, und zwar in Form einer Kleider- und Möbelkammer, die dabei hilft, in St. Ingbert ankommende Flüchtlinge zu versorgen. Wir haben vor Ort mit Christina Wied, der Hauptansprechpartnerin unter den ehrenamtlichen Helfern, gesprochen. Also diese Organisation hat damit begonnen, dass wir letztes Jahr im Dezember eine Willkommensveranstaltung generiert haben. Es gibt so einen kleinen Verein in St. Ingbert, das ist das Familienzentrum am Rabenstein. Und wir haben damit 4 oder 5 Frauen diesen Willkommensnachmittag gestaltet. Da ist immer so ein Stück weit immer etwas ein bisschen mehr gewachsen, so wie wir jetzt heute da stehen. Das ist das Endergebnis. Also unser Part beginnt eigentlich dort, wo der Part der öffentlichen Hand so ein bisschen aufhört. Und zwar, wenn die Menschen aus den Übergangswohnheimen in den öffentlichen Wohnraum umsiedeln. Von der Minute an, wo sie sich ihre Wohnungen selbst suchen müssen, auf Sicht alleingestellt, das sind sie natürlich hoffnungslos überfordert, sprachlich und auch ansonsten braucht man da jede Menge Hilfestellung. Da sind wir bei uns in der Stadt auch sehr gut aufgestellt. Unsere Mitarbeiter vom Sozialamt sind da sehr, sehr engagiert. Da ist also St. Ingbert wirklich hat eine Vorbildfunktion im Saarland. Und muss halt alles eingerichtet werden. Die Wohnungen müssen eingerichtet werden. Die Leute kommen, die haben dann praktisch gar nichts, vom Teelöffel bis zur Waschmaschine. Muss alles in der Wohnung bereitgestellt werden von einem kleinen Budget, was das Shopcenter den Leuten dann zur Verfügung stellt. Und da beginnt dann unser Part. Also der Tag sieht so aus, der beginnt morgens um 6:15 Uhr. Ab 7 Uhr Telefonate führen, Möbeltransporte koordinieren, das ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Kinder in den Kindergarten anmelden, Kinder zur Schule begleiten, Leute bei Arztbesuchen zu unterstützen, Termine zu vereinbaren, Wohnungen zu suchen, Wohnungen einzurichten. Ja, bis spät abends. Also ich denke, die Integration läuft sehr gut. Integration ist insofern sehr wichtig, als dass sie bei uns gelebt wird. Die Leute kommen hierher, es werden Kontakte geknüpft. Den Leuten ist es sehr, sehr wichtig, auch mit Deutschen zusammenzukommen. Wir machen viele Veranstaltungen, wir sind oft zusammen, sei es zum Kaffee trinken, zum Essen oder sonst was. Und für uns ist es halt diese gelebte Integration ist für uns sehr wichtig.